willkommen zu unserem September-Video. In 3 Monaten stehen wir schon wieder kurz vor Weihnachten. Ein Mehrweg-Thermobecher zum Beispiel oder eben auch einen ganz normalen Mehrwegbecher könnte auf der Wunschliste stehen. Warum eigentlich? Ja, damit die Flut der Einwegbecher ein Ende nimmt. Einige Fakten dazu von dem Umweltbundesamt. Pro Jahr werden 2,8 Milliarden Einwegbecher verbraucht. Das sind also ca. 34 Stück pro Person. Dazu kommen dann noch 1,3 Milliarden Deckel. Bei den Einwegbechern sind nur noch etwa 40% aus Plastik und 60% bereits aus Pappe. Aber allein diese Pappbecher füllen am Ende eines Jahres 8 Millionen Mülltonnen. 8 Millionen dieser Mülltonnen aneinandergereiht, das wären 4000 Kilometer. Werfe ich doch meine Pappbecher einfach in die Papiertonne und dann wird er wieder recycelt. Leider geht das ganz, ganz schlecht, denn diese Pappbecher sind im Inneren in allgemein mit ca. 7% Kunststoff beschichtet und jeder Papierhersteller versucht, diese Becher möglichst aus seinem Recyclingpapier rauszuhalten. Damit es etwas besser wird mit unserem Abfall, hat die Bundesregierung nun Anfang Mai 2021 eine Mehrwegpflicht erlassen. Das heißt, dass in der Gastronomie nur noch Mehrweggeschirr benutzt werden darf ab 2023. Das gilt allerdings nur für Betriebe, die mehr als 5 Angestellte haben. Wenn Sie 50 Mal solch einen Becher gebrauchen, dann sind Sie bereits umweltfreundlicher als mit einem Pappbecher, auch wenn der Becher ganz und gar aus Plastik hergestellt wurde. Also wünschen Sie sich einen Mehrwegbecher, ob Thermobecher für den Wender oder einen einfachen Mehrwegbecher. Viele Getränkehändler werden Ihnen dann auch noch 10 Cent pro Getränk dazu schenken. Notieren Sie also diesen Mehrwegbecher auf Ihrer Wunschliste und Sie gehen umweltfreundlicher in die Zukunft.